Herzlich willkommen zur Astronaut. Heute geht es um das Zeichen Krebs, die Vorurteile rund um das Zeichen Krebs und auch, wie sich denn der Krebs in der Krise verhält. Krebs, das wird ursprünglich dem vierten Haus zugeordnet. Das ist auf der Reise durch den Tierkreis das erste Wasserzeichen. Und bei Krebs geht es demgemäß um Emotionen. Eins der größten Vorurteile rund um den Krebs ist, dass alle Krebse fürchterlich nachtragend sind und fürchterlich schnell beleidigt. Woher kommt das jetzt? Nun, im Sinne des vierten Hauses, des Zeichen Krebs, befinden wir uns am tiefen Brunnen im Horoskop, wie Klaus Riemann das so schön formuliert. Der tiefe Brunnen, das sind unsere ureigensten Emotionen, die ureigensten Ängste, Verletzungen, Tiefen, die man unter Umständen selbst noch bewusst gar nicht wahrgenommen hat. Und gegenüber vom Zeichen Krebs befindet sich das Zeichen Steinbock. Das ist der harte Fels. Von der Analogie her kann man also sich das so vorstellen, wenn eine Verletzung droht oder vielleicht sogar schon passiert ist, dann macht diese verletzliche Energie, die Krebsenergie, zu wie eine Auster. Also gemäß des gegenüberliegenden Zeichens Steinbock ist dann einfach zu. Und da führt dann auch kein Weg mehr hinein. Der Grund dafür ist einfach diese absolute Verletzlichkeit durch die starke Anbindung an die Emotionen. Und auch wenn Menschen sich darüber gar nicht im Klaren sind, dass sie so verletzlich sind, das gibt es ja auch, findet dieser Austerneffekt dann statt. Den Krebsen sagt man dann nach, der ist schon wieder beleidigt, hinterfragt aber unter Umständen gar nicht, was denn da jetzt so verletzend wahrgenommen wurde an dem, was man gesagt hat. Das vierte Haus ist ja das Haus, dem die Familie auch zugeordnet wird und auch unsere Verwurzelung in unserer inneren Heimat, also nicht Verwurzelung im Sinne des Stiers, sondern der Zugang, die Verwurzelung zu unseren Emotionen. Wenn es jetzt um diese äußere Ebene geht, also die Familie, dann sehen wir auch hier schon den größten Knackpunkt für den Krebs in dieser Krisenzeit jetzt. Da ist das Schlimmste wirklich, die Familie nicht sehen zu können, wenn man nicht direkt im selben Haushalt wohnt. Also wenn ein stark betonter Krebsmensch jetzt in dieser Krise in der Situation ist, dass er die Familie, die Stammfamilie nicht besuchen darf, weil eine Ländergrenze dazwischen liegt oder eine Quarantänegemeinde, dann ist das für diese Wesen am schwierigsten, weil Familie einfach alles ist. Was kann man diesen stark betonten Krebswesen jetzt raten? Zum einen, wenn es um die Vorurteile geht, um dieses Beleidigtsein, dann wäre es gut, wenn man selbst das bei sich schon wahrnimmt und spürt, dass man da so schnell auf Rückzug geht, dass man viel mehr in die Kommunikation geht und auch den Mut entwickelt, seinem Gegenüber zu sagen, du, das kränkt mich jetzt, hör auf. Das wäre ganz ein wichtiger Schritt. Und das zweite wäre, wenn ein stark betonter Krebsmensch jetzt in der Situation feststeckt, dass er eben seine Familie nicht sehen kann. Auch da ist Kommunikation dann alles. Und wenn es irgend geht, dann wirklich über ein Medium, wo man seine Menschen dann auch sehen kann. Also sei es jetzt Skype oder was immer jetzt alles möglich ist, einfach um den Kontakt möglichst intensiv zu halten. Denn für einen Krebsmenschen ist einfach dieses Eingebettetsein in den Schoß der Familie wirklich überlebensnotwendig. Das war's auch schon wieder zum Zeichen Krebs. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen.
Ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche, Sonntag 20.15 Uhr bei unserer Astro Night. Dazwischen gibt es dann aus der Do What You Love Schmiede natürlich auch die Good News Wochenschau und die SEO-Tipps mit Sonja Schweighofer. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bleibt's gesund und bis bald.